Fasern, Multimode als auch Single-Mode-Fasern, werden in gewisse Leistungskategorien unterteilt. Auch dazu werden wir immer wieder im Rahmen unserer Schulungen gefragt, was bedeutet denn UM1, UM4 und UM2? Und das möchte ich hier kurz erklären. Diese Faserkategorien bei der Multimode-Faser heißen OM, O für Optik, M für Multimode und reichen von UM1 bis mittlerweile sogar UM5. Die UM1 und die UM2-Fasern sind die älteren Faserkategorien und die wurden mal typischerweise für LED-basierende Anwendungen entwickelt. Als dann die Netze immer schneller wurden, hat man schnell festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit dieser Faserkategorien nicht ausreicht. Und gerade aufgrund der höheren Datenraten und neuer Übertragungskomponenten, Laser oder Pixeldioden, waren diese Fasern halt eben nicht mehr leistungsfähig. Und dann hat man die Faserkategorien UM3 und UM4 entwickelt. Die sind also schon speziell für diese pixelbasierenden, hochdatenratigen Anwendungen entwickelt worden. Das muss man unterscheiden können und das sollte man auch wissen. Man sollte also die Kategorien nicht wild miteinander mischen. Vor allen Dingen sollte man bestehende Kategorien nicht downgraden. Also man sollte nicht eine Installation, die mit UM4 begonnen wurde, womöglich mit UM2 zu Ende bringen, weil damit schafft man sich natürlich leistungsmäßig einen Flaschenhals. Niedrigere Kategorien durch höhere zu ergänzen, ist durchaus möglich. Also eine UM3-Installation mit UM4 fortzusetzen, ist möglich, wird aber nicht so gern gesehen, weil das werden wir gleich noch sehen. Es gibt also tatsächlich auch unterschiedliche Farbgebungen und da sollte man also möglichst bei einem einheitlichen System verbleiben. Bei der Single-Mode-Faser gestaltet es sich ein bisschen einfacher. Da gibt es im Grunde nur zwei Kategorien und seit mittlerweile über nach fast 15 Jahren gibt es eigentlich nur noch Fasern der Kategorie OS2. Und wenn wir uns die Tabelle hier mal anschauen, dann sehen wir sehr schnell, dass bei der Single-Mode-Faser der Unterschied in der kilometrischen Dämpfung begründet liegt. Also die OS1-Faser hatte also eine höhere kilometrische Dämpfung als die OS2-Faser. Bei der Multimode-Faser, bei den OM-Kategorien sehen wir jetzt sehr schnell, dass von UM3 bis UM5 die kilometrische Dämpfung hier identisch ist. Da liegt der Unterschied also nicht in der Dämpfung, wie bei der Single-Mode-Faser, sondern hier rechts im sogenannten Bandbreitenlängenprodukt. Das heißt, bei der Übertragung über diese Fasern ist die Dämpfung die gleiche, aber die mögliche Bandbreite, die ich über eine definierte Länge übertragen kann, wird mit steigender Faserkategorie größer. Oder bei gleicher Bandbreite kann ich mit steigender Faserkategorie eine größere Länge überbrücken. Das gilt für UM1 bis UM4. Bei der UM5-Faser, das ist jetzt der aktuellste Standard, da sieht man, verhält sich das identisch von den reinen Zahlenwerten, weil die UM5-Faser, die wurde jetzt speziell für sogenannte mehrkanälige Systeme entwickelt. Man geht also auch im Multimode-Bereich mittlerweile dazu über, in hochdatenratigen Systemen nicht nur einen Kanal zu übertragen, sondern mehrere Kanäle gleichzeitig. Multiplex-Verfahren. Und die UM5-Faser ist bei der einkanäligen Übertragung genauso leistungsfähig wie die UM4 und spielt ihre Stärken tatsächlich erst aus, wenn es sich um mehrkanälige Systeme handelt. Hier sieht man auch sehr schön die Farbgebung. UM1 und UM2 waren beide orange von der Farbgebung. Und hier sieht man auch sehr schön, die 62,5 µ-Faser ist tatsächlich nur eine Faser der Kategorie UM1. Also alles oberhalb von UM1, UM2, UM3, UM4 und UM5 sind 50 µ-Faser. Also da hatte der 62,5 µ-Kern tatsächlich ausgedient. Also um dem zu begegnen, muss man tatsächlich schon in relativ alten Installationen unterwegs sein. Um diese Kategorien unterscheiden zu können, gibt es eben dann die unterschiedlichen Farben. Ab der UM3 ein helles Blau, also ein Aquafarben. Ich habe hier rechts mal Bilder dargestellt. Die Faser- und Steckerhersteller sind mittlerweile also auch so weit, dass sogar die Steckergehäuse und die Kupplungen eingefärbt werden, sodass man also einem Verteiler sogar von außen schon ansehen kann, um was für eine Faserkategorie handelt es sich bei den verbauten Steckern, Pigtails und installierten Kabeln. Die UM4-Kategorie verwendet dann ein sogenanntes Erika-Violett. Hier sehr schön zu sehen, Steckergehäuse und Kabelmantel eingefärbt. Bei der Single-Mode-Faser verwendet man dann in der Regel die gelbe Farbgebung.
Also wer sich mal gewundert hat, warum in so einem Verteilerraum so viele bunte Farben verwendet werden, das ist die Antwort dafür. Viele Installateure werden von ihren Endkunden immer wieder mal danach gefragt, ob eine Migration auf eine höhere Leistungsfähigkeit des Systems möglich ist. Also klassischer Fall, ein System soll migriert werden von 1 Gigabit Übertragungsbandbreite auf 10 Gigabit. Das ist also ein klassischer Fall. Und der Installateur wird dann gefragt, können wir auf unserer Installation 10 Gigabit übertragen? Und dann muss die Gegenfrage des Installateurs die erste sein, na, was für eine Faserkategorie haben Sie denn verbaut? Hier sieht man also nochmal die OM-Kategorien und jetzt wird auch relativ schnell der Unterschied in der Leistungsfähigkeit sichtbar. Wenn wir uns mal die Übertragung bei 1 Gigabit anschauen, da sehen wir also, dass wir auf der OM1-Faser 300 Meter übertragen können, auf der OM2 Faser 500 Meter, auf der OM3 und der OM4 Faser 1000 Meter. Das heißt, man kann also bei einer Übertragung 1 Gigabit, kann man diese Distanzen überbrücken. Normalerweise gibt es innerhalb eines Gebäudes oder selbst innerhalb eines Campus selten Übertragungslängen, die über diese hinausgehen. Das heißt, eine 1 Gigabit Übertragung funktioniert in der Regel immer unproblematisch. So, jetzt möchte dieser Kunde aber migrieren auf 10 Gigabit. Und dann schauen wir uns mal das gleiche Bild bei 10 Gigabit an. Und da sehen wir, dass die Unterschiede jetzt tatsächlich signifikant sind. Mit der OM4-Faser können wir hier 500 Meter übertragen. Bei der OM3-Faser sind es schon nur noch 300, bei der OM2-Faser nur 80 und bei der OM1-Faser nur 30 Meter. Das heißt, in dem Fall, wo Sie mit einer solchen Frage konfrontiert werden, wäre die Gegenfrage immer, welche Faserkategorie ist verbaut? Und wie lang ist die Streckenlänge? Das kann man rausfinden. Mit dem Rückstreumessgerät kann man sehr schnell eine Streckenlänge erfassen. Aber die Faserkategorie, die muss tatsächlich dokumentiert sein. Das kann man so einfach auch messtechnisch nicht erfassen. Also, es gibt kein, zumindest ist mir keins bekannt, kein feldeinsatztaugliches, bezahlbares Messgerät, mit dem man also auf der Baustelle feststellen könnte, um welche Faserkategorie es sich handelt, wenn diese Informationen eben nicht dokumentiert wurden. Im Zweifelsfall, da kann man natürlich Trial and Error betreiben, ne, aber gerade zwischen OM2 und OM3 ist die zur OM3 ist natürlich die Distanz schon relativ groß. Also im Zweifelsfall muss womöglich so eine Altinstallation tatsächlich durch eine neue ersetzt werden. Also wenn eine OM2-Faser installiert wurde und die Distanz zwischen den beiden Gebäuden sollte womöglich 200 Meter betragen, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird das hier nicht funktionieren. Ne, bei 80 Meter maximaler Distanz, dann wäre es erforderlich, dass man eben auf die nächsthöhere Faserkategorie wechselt, sprich eine Neuinstallation betreibt. Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, habe ich Ihnen rechts mal einen Screenshot gemacht eines Cisco-Datenblatts. Und zwar sind das sogenannte SFP-Transceiver. Haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Das sind diese kleinen Transceiver-Einheiten, die quasi auf der Rückseite eine Kupferanschlussleiste haben und vorne so eine LC-Duplex und LC-Duplex-Anschluss. Das sind quasi unsere elektrooptischen Wandler im Netzwerk. Und SFP steht für Small Form Factor Pluggable. Und das sind nur die, die es für 10 Gigabit gibt. Ne? Und hier sieht man also, dass es diese Transceiver für verschiedene Wellenlängen gibt und eben entsprechend auch für verschiedene Einsatzbereiche, sprich Übertragungslängen. Wenn die nämlich jetzt, Beispiel von eben, zwei Städte miteinander verbinden wollen und die sind 50 Kilometer auseinander, dann werden sie also mit so einem Multimode-Transceiver nicht weit kommen hinsichtlich der Übertragungslängen. Dann bedarf es eben einer Single-Mode-Technologie. Aber da sieht man, dass man durchaus einen Transceiver bestellen kann, kein Hexenwerk, mit dem man also hier 80 Kilometer Distanz überbrücken kann. Out of the box. Also ist kein spezielles Produkt, sondern etwas, was man standardmäßig aus dem Katalog quasi bestellen kann.